Er könne zwar nicht für Fiat-Chrysler-Chef Sergio Marchionne sprechen, aber man sollte ihn ernst nehmen, sagte Arriva Bene am Freitag am Rande des Großen Preises von Australien. Marchionne hatte in den vergangenen Monaten mehrmals offen mit dem Ausstieg des ältesten und erfolgreichsten Formel-1-Rennstalls aus der Königsklasse gedroht, sollte sich das Reglement zur Saison 2021 dahingehend verändern, dass Motoren deutlich preiswerter werden und Aerodynamik an Komplexität verliert. Wenn wir den Sandkasten so stark verändern, dass man ihn nicht mehr als Sandkasten erkennt, dann möchte ich nicht mehr darin spielen, hatte Marchionne, 65, im vergangenen Winter gesagt. Auch Arriva Bene, Chef des viermaligen Weltmeisters Sebastian Vettel, hält wenig von einer Gleichmacherei der Teams zu dem Zweck, den Abstand zwischen den Werksteams und den Privatteams zu verringern. Du kannst doch auch Cristiano Ronaldo nicht sagen, hör auf zu treffen, weil Real Madrid sonst zu stark ist, sagte der 61-Jährige in Melbourne. Gegenwind erhielt Arriva Bene von Red Bull-Teamchef Christian Horner. Der bemängelte, Fahrer spielten im Moment eine zu geringere Rolle, weil hochgezüchteten Boliden den Rahmen zu stark vorgeben.